Mein Name ist Arushi Mishra. Ich bin Murtaza Ahmedi. Mein Name ist Nivrat. Ich komme aus Indien. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan. Ich komme aus Äthiopien. Ich bin Christiane Krämer und ich bin Einrichtungsleitung hier in Mater Maria Stuttgart. Im laufenden Betrieb ist es halt oft so, dass Bemerkungen fallen, die man schon in Zusammenhang mit Rassismus bringen könnte. Wir alle sind Ausländer und wir alle haben etwas Negatives erlebt. Kann ein paar Menschen immer geben, die nicht gerne die Ausländer mögen. Und die habe ich auch natürlich begegnet. Aber Rassismus ist einfach einer, der andere hassen. Ich will nichts. Wir sind Menschen, egal ob du bist Deutsch, ich bin Afghan. Ich will auch kein Deutscher sein, aber ja, man muss willkommen sein, oder? Die Mitarbeitenden sind dann schon sehr betroffen, die weinen dann auch oft. Es gibt sehr viele Leute, die diesen Rassismus jeden Tag erleben. Täuschen wir uns nicht, Rassismus geht uns alle an. Darum haben wir als Vorstand des Diakoniewerks Mater Maria das auch zu unserer Sache gemacht. Wir wollen Rassismus nicht einfach hinnehmen. Wir wollen uns auch selbstkritisch fragen, wo es bei uns vielleicht unbewusst Rassismus gibt. Wir wollen dort Grenzen aufzeigen, wo Menschen nur aufgrund der Farbe ihrer Haut oder der Einfärbung ihrer Sprache angefeindet werden. Wir wollen die Menschen in Mater Maria in ihrer Unterschiedlichkeit wahrnehmen und einander in kritischen Situationen zur Seite stehen. Und wir wollen sie dabei mitnehmen. Denn Mensch ist Mensch. Das steht in diesem Heft. Unsere Grundsätze. Wir haben sie miteinander erarbeitet. Die Charta gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Wir machen es zu unserer Sache. Jetzt wünschen wir, dass Sie es zu Ihrer Sache machen.